Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in diesem Video erfährst du, wie man einen WS2811 LED-Streifen mit einem Arduino per Taster steuert. Fangen wir also an. Zuerst musst du die Hardware einrichten. In diesem Tutorial werde ich dir nur zeigen, wie du den Taster an den Arduino anschließt. In der Infokarte und in der Videobeschreibung findest du einen Link, wie du den WS2811 LED-Streifen mit dem Arduino verbindest. Zuerst musst du Pin 7 des Arduino mit einem der Pins des TI-Stars verbinden. Danach verbindest du GND mit dem Pin neben dem verwendeten Pin des TI-Stars. Zu guter Letzt musst du den Arduino über USB mit deinem Computer verbinden. Lass uns ein Programm schreiben, in dem wir mit dem Taster zwischen den drei Non-Blocking-Programmen, die wir in einem anderen Video programmiert haben, umschalten können. In der Beschreibung des Videos findest du einen Link zum Herunterladen des Programms. Thank you.
Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.